Am Wort ist der Abgeordnete Kajan Greiner. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vor ziemlich genau einem Jahr hat die SPÖ gesagt, wir müssen einen Mietpreisdeckel einführen, weil es kann nicht sein, dass hunderttausende Haushalte in Österreich, und zwar in allen Bundesländern, für wahnsinnig hohe Mieterhöhungen den Kopf hinhalten müssen, obwohl die Häuser schon lange stehen und schon lange abbezahlt sind. Die Bundesregierung hat was gemacht? Sie hat gar nichts gemacht. Deswegen haben hunderttausende Haushalte bereits letztes Jahr bis zu 3 Mieterhöhungen bekommen und haben mehr als 17% bereits letztes Jahr müssen sie höhere Miete bezahlen, weil der ÖVP die Mieterinnen und Mieter in diesem Land vollkommen egal sind. Und jetzt haben wir davor gewarnt, heuer, dass noch einmal fast 10% Mieterhöhung auf hunderttausende Haushalte kommen. Da waren die Grünen Gott sei Dank auch der Meinung, das muss man stoppen. Das geht nicht bei dieser Inflation, dass ich noch einmal 10% Miete draufhau. Was sagt die ÖVP? Die ÖVP hat gesagt, das sind doch nur Menschen, die leben in den Städten und die sind uns egal. Das ist ein regionales Problem, das kümmert uns nicht. Schande über Sie für so eine Einstellung, dass Ihnen die halbe Bevölkerung egal ist. Als nächstes hat die ÖVP gesagt, na, da müssen wir schon was machen für die, die im Eigentum wohnen, und wir müssen an der Steuerstruktur was ändern. Und dann schauen wir uns an, wie unser Steuersystem wirkt, je nachdem, ob man zu Eigentum wohnt oder zur Miete wohnt. Weil die Steuer aufs Eigentum sind 3,5%. Wenn Sie auf Eigentum wohnen, zahlen Sie 3,5% Steuer. Wie hoch ist die Steuer, wenn Sie zur Miete wohnen? 3-mal so hoch, 10%. Und ganz ehrlich, wenn ich darüber nachdenke, die einen zahlen 10% Steuer, die anderen 3,5%, und ich denke darüber nach, wo will ich bei der Steuer was ändern, dann fällt nur der ÖVP ein, dass man dort, wo der Steuersatz ohnehin nur ein Drittel ist, dass man die streicht, aber die, die zur Miete wohnen, die will man nach wie vor mit 10% besteuern. Nur der ÖVP fällt so eine Steueridee ein, dass man ein ohnehin ungerechtes Steuersystem noch ungerechter gestaltet. Na, Gott sei Dank waren auch die Grünen der Meinung, da gehen sie nicht mit. Aber so denkt die ÖVP, ein ungerechtes Steuersystem noch ungerechter machen, na Gott sei Dank kommt das jetzt nicht. Und wenn Sie dann über Wien reden, und in Wien könnte man ja einfach beim Gemeindebau die Mieterhöhung aussetzen. Ja, da sieht man auch, wie die ÖVP denkt. Wien könnte es sich in der Tat leicht machen und sagen, ach, im Gemeindebau erhöhe ich nicht. Das würde der Stadt 50 Millionen Euro kosten. Aber der Stadt Wien, und das namentlich der SPÖ und den NEOS, sind die Menschen, die nicht im Gemeindebau wohnen, sondern in den Gründerzeithäusern am Gürtel, nicht egal. Sie nimmt 4-mal so viel Geld in die Hand, 4-mal so viel, nämlich 200 Millionen Euro, um allen Menschen in Wien, egal ob sie im Gemeindebau leben oder nicht, zu unterstützen. Der ÖVP sind weite Teile der Bevölkerung wurscht. Der Stadt Wien sind die Menschen nicht wurscht, egal wo sie wohnen. Die Probleme haben, die unterstützen wir. Ihnen ist das egal. Und ehrlich gesagt, Sie haben fertig. Eigentlich sollten Sie abdanken. Wir bräuchten Neuwahlen. Dann hätten wir wieder eine ordentliche Politik in diesem Land. Vielen Dank.